Willkommen zur Pokalpremiere. Heute spielen wir zum ersten Mal im DFB-Pokal. So, ich hoffe, es stört nicht, dass ich DFB-Pokal sage. Wenn ja, dann sagt's mir, schreibt's mir. Dann lass beim nächsten Runde weg. So. Wir spielen auf dem Betzenberg. Halbe, dreiviertel Stunde entfernt von mir. Auto. So. Ich spiele heute mit einer anderen Elf als die letzten 14 Spiele. Ich denke mal, im Pokal lasse ich mal die zweite Mannschaft ran, ne? Also, die Aufstellung der Gäste aus München. 22, Jörg Butt. 13, Rafinha. 5, Daniel van Beuten. 3, Breno. 26, Teco Contento. 23, Daniel Branić. 44, Anatoli Timoschuk. 39, Toni Groß. 27, David Alaba. 9, Nils Petersen. 11, Ivica Olic. Branić und Alaba schießen die Ecken. Groß die Freistöße. Butt, natürlich Elfmeter. Und Butt ist mein Kapitän. Es hat hier Schweinsteiger. Die Ausstellung des ersten FC Kaiserslautern. 29, Kevin Trapp. Schöner Gruß an meinen Freund Marc. Ich hab's dir gesagt. Der heutige Keeper in Eintracht Frankfurt kommt vom 1. FC Kaiserslautern, aber er wollte ja nicht hören. Entschuldigung für diesen. Oh. Ja. 23 Florian Dick. 20 Rodney. 5 Martin Amedick. 3 Leon Jessen. 5 Christian Tiffert. 10 Olcay Şahan. 7 Oliver Kirsch. 14 Jill Vermut. 21 Pierre De Witt. Und 9 Itai Schächter. Trapp, Tiffert, Rodney, Topspieler, keine Verletzten. Jesse mit Gelb vorbelastet. Bei FIFA startet der Pokal in der zweiten Hauptrunde. Bei FIFA gibt es ja nur die 36 Profimannschaften. Deshalb fällt die erste Runde flach. Weil in Wirklichkeit ja 64 Mannschaften antreten. Willkommen im Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern zum DFB-Pokal zweite Hauptrunde Saison 2012-2013. Auf FIFA 12, jetzt FC Kaiserslautern gegen FC Bayern München. So, da bin ich mal gespannt, ob es ein Fehler war. Die zweite Karte. Ja, was heißt zweite Karte? Falsch ausgedrückt, ja. Auf jeden Fall mit einer anderen 11 Spiele als mit der eingespielten Mannschaft aus 14 Spielen. 4-mal Champions League, 11-mal Bundesliga. Also 50 Spiele, Entschuldigung. Und hier kommt Olic über links. Kaiserslautern noch geklärt. Aber Alaba passt auf. Contento. Breno. Branić. Groß. Und Olic. Alaba. Drüber. Da war schon die erste Chance. Ja, auch bescheuert an. Wir kommen zum Pokal. Ja. Ich hoffe, es stört DFB nicht, wenn ich bei FIFA 12 sage, wir kommen zum DFB-Pokal. Wenn ihr irgendwas wisst, ob das, dann schreibt es mir bitte ohnehin, dann lasse ich es beim nächsten Part. Also wenn ich in die dritte Runde komme.
ist die Verlierer nicht entschieden. Alaba. So, jetzt widmen wir uns mal dem Spiel statt nur dem Gelaber. Hier ist Breno. Da wird Pedersen von den beiden geholt. Arme Dick. Entschuldigung, war keine Absicht. Jo, sehr gut. Und Schahan. Tiffert. Schächter. Und Breno klärt. Panic. Ah, ich merke, dass ich noch nicht eingespielt bin mit der. Dass ich noch nicht eingespielt bin. Mit denen. Groß. Panic. Jeder Spiel hat seine Eigenheiten. Aber dem muss man leben. Kulic. Und Pedersen. Alaba versucht's und Rapp. Panic mit der Ecke. Und Fevers auf Pedersen. Alaba. Pfosten. Tor. Torschütze mit der Nummer 9, Nils Pedersen. Schauen wir uns das nochmal an. Hier kommt der Pass zu Trapp. Alaba. Pfosten. Nachschuss Pedersen. Tor. Neuer Spielstand. Erster FCK, FCB 0:1. Und Reno klärt zur Ecke. FCK spielt gut mit. Das muss man erlassen. Und Ranjic. Jetzt kommt der Konter der Münchner. Ran. Pedersen. Alaba. Der Konter wurde vereitelt. Schächter. David. Rafinha klärt zum Einwurf. Und Butt! Ich wollte gerade Neuer brüllen. Ah, steht hier da Hans Jörg drin. Und Rafinha klärt die Ecke. Da kommt Alaba. Boah, Riesenbock! Möglichkeit für den FCK. Doch nicht genutzt. Groß ist dazwischen. Panic. Timoschuk. Pedersen. Olic. Alaba. Timoschuk. Olic. Pedersen. Freistoß. So, es kommt groß im Freistoß. Nur ob es das so gut noch wieder vorne. Nein, er hämmert ihn an den Schädel der Mauer. So. Die Ecke vor. Was ist mit dem los? Und Flanke! Auf Branić. Kommt nicht an. Olic wird gestoppt. Schächter. Wermut. Jawohl, Butt hat ihn. Schöner Wurf auf Alaba. Olic.
Jetzt muss es schnell gehen. Gott. Der FCK hat immer ein Bein dazwischen. Pedersen. Oh Mann. Der FCK ist gut. Der ist richtig gut. Oder es liegt da drin, dass ich mit der Elf noch nicht eingespielt bin. Und gut! Ja. Und Tor-Ecke. Neue Ecke. Ja. Franjic klärt. Und jetzt kommt der Ulic Express. Schnell gestoppt. Der Ulic Express ist Express gestoppt. Halbzeitstand 0:1. Die Bayern tun sich schwer. Anpfiff Halbzeit 2. So, Groß läuft den Ball ab. Rafinha. Pranic. Groß. Pedersen. Und Ulic. Alaba. Ulic. Pedersen. Groß. Tor! Schütze. Minute Nummer 39. Toni Kroos! Schauen wir uns das nochmal in der Wiederholung an. Wir kommen der Pass von Pedersen. Und Kroos nutzt direkt seine erste Möglichkeit. Gut gemacht. Neuer Spielstand, erster FCK. FCB 0:2. Und Rafinha klärt Kroos. Pedersen. Alaba. Boah. Sobald direkt offensiv wird, schaltet die Wii-Fernbedienung auf Offensive um. Und wenn man, wenn man noch mit dem Kopf in der Defensive ist, kann sowas dabei rauskommen. So. Pedersen. Groß. Franjic. Groß. Pedersen. Ulic. Alaba. Ulic. Wird abgegrätscht. Groß stoppt den Gegenangriff. Rafinha stoppt den FCK. Pedersen. Alaba. Tor für die Bayern! Torschütze mit Nummer 11, Ivica Ulic! Da schauen wir uns das nochmal an. Ulic legt mir sich zurecht und hämmert ihn dann in den Winkel. Torwechsel beim 1. FC Kaiserslautern. Es kommt der Spieler. Mann, ich bringe die Spielerwurst. Egal. Groß. Rafinha. Timoschuk. Pranjic. Ulic. Groß. Und Ulic im Abseits. Excel-Tabelle gucken, wo ich die Kader der ersten und zweiten Bundesliga drin habe.
Torabschluss Bayern. Pedersen. Los. Drüber. Gerade in der Liga, welche Nummer der haben könnte. Van Beuten, Timo Schupp, Olic, Franjic, Groß, Pedersen, Krüger. Torabschluss Kaiserslautern. Dann Ballbesitz. Ich möchte mich für diesen Part eigentlich von meiner Sprecherin-Leistung entschuldigen. Aber ich habe in der vergangenen Nacht schlecht geschlafen. Das merke ich gerade, dass ich irgendwie gerade down bin. Aber ich bin froh, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Pedersen. Groß. Flanke auf Timo Schupp. Tor! So geht's doch! Torschütze mit der Nummer 44. Anatoli Timo Schupp. Clemens Walsh, ich glaube, der hat 16 Clemens, Nachtrag, 16 Clemens Walsh für 14 Jill Fermu. So, jetzt wo das geklärt ist, jetzt spielen wir noch die letzten 10 Minuten das Pokalspiel. Pedersen. Und Ecke für die Bayern. Getreten von Alaba. Auf Pedersen. Oh, diese Granate ging weit vorbei vom Ibiza Olic. Schahan. Hier war schon lange nichts mehr gesehen. Ich gehe dazwischen. Rafinha. Van Beuten. Timo Schuk. Panjic. Groß. Olic. Pedersen. Groß. Und Eckball. An der Bar mit der Ecke auf Pedersen. Hey. Das war ein guter Ecke. Das war eine gute. Kuddelmuddel in der Hintermannschaft von FCK. So. Flanke auf Olic. Geklärt zur Ecke. Die hätten wir auch können mit der Brust annehmen und schön klären. Drüber. Pedersen. Sehr gut, Torwart. Timo Schupp. Groß.
Olic, Tor! Olic setzt den Schlusspunkt! Torschütze Nummer 11, Ibiza Olic. Hier kommt die Flanke von Groß. Kopfball, Olic. Neuer Spielstand, FCK, FC Bayern 5. Und der Schiedsrichter hat genug. Er pfeift das Pokalspiel der zweiten Hauptrunde ab. Erster FC Kaiserslautern, FC Bayern München, Endstand 0:5. FC Bayern München für das Achtelfinale des DFB-Pokals qualifiziert. So, jetzt gehen wir mal schauen, was morgen hoffentlich mit mir einer was mein Kommentieren angeht, bessere Leistung. Und wenn es ja Bundesliga ist, mit der Stammelf, sehen wir uns dann wieder. Oh. Steht das der 5. Spieltag in der Champions League an. Da könnt ihr auch mal einen Kommentar abgeben, ob ich Champions League darf sagen oder ob ich UEFA Champions League sagen darf. Das würde mich mal interessieren, ob man das beim Let's Play darf. So, ich bin froh, dass dieser Part jetzt zu Ende ist. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.